muss zur Taufe kommen. Und Verzeihung. Nein als Antwort gilt nicht. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Pete's Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Pete's Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Wenn's das ja, mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Der will heiraten. Und gerade mal 17 und schon flügge. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen, aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Poppy, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus. Und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen.
Das hörte sich verdächtig an. Hallo? Ach ja. Was haben wir? Bleib! Nicht so gerissen, wie du glaubst. Kopf ein. Um mich zu verletzen, braucht es mehr als dich. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Zeit zum Töten! Überprüf die andere Seite. Mich drum. Da ist er, los geht's! Ah.
anderen Jungs den Waggon ausgeraubt haben. Du brauchst keinen verdammten Finger zu rühren. Ich hatte mir seinen Zug auch etwas aufregender vorgestellt. Junge, Aufregung wird dann überbewertet und ist was für Arschlöcher, die es mögen, wenn man auf sie schießt. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Weg hier! Schnell! Endlich, Arschloch! Jesus, weg hier! Scheiße! Ich lade nach! Du erzählst mir jetzt alles über Santinis Schmugglerring. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Du arbeitest jetzt für mich. Thank you.
Sag dem Arschloch. Sieht nach Schießerei aus. Scheiße, tot! Ich hab an den Kugeln.